Aloha Seekräuter, willkommen zurück hier zur nächsten Ausgabe Ausblick, die wir hier für euch jetzt haben. Es sind diverse Schiffe verändert worden im Supertest, nämlich gebufft und teilweise auch genervt worden. Und wir wollen euch das ganz kurz einmal in diesem Video vorstellen. Fangen wir direkt oben an und zwar mit der Kleber, T10 Zerstörer der französischen Navy. Ja, der war super effizient und der wird jetzt ein bisschen angepasst. Die Sichtbarkeit, der Erkennbarkeit zu Wasser wird von 7,98 Kilometer auf 8,88 Kilometer genervt. Das heißt, er ist weiter sichtbar. Auch die Erkennbarkeit nach dem Feuern der Hauptgeschütze im Nebel wird angepasst von 3,21 Kilometer auf 3,3 Kilometer. Das heißt, wenn er jetzt im Nebel steht, geht er eben weiter auf. Hintergrund ist ganz einfach, das Schiff, das war einfach in Verbindung mit dem Hauptbatterie-Nachladebeschleuniger, der Anzahl der Rohre, der hohen Geschwindigkeit und der Reichweite vor allen Dingen auch eben super effizient und dagegen muss jetzt was getan werden. Das Schiff muss eben weiter sichtbar werden, gerade auch durch die Torpedos, die ja hier mit da drauf sind, mit den 8 Kilometern, die so super schnell sind. Also da muss dieser Speckgürtel, wo man halt nicht entdeckt wird, wenn man Torpedos absetzt, einfach ein bisschen dünner werden, dass das Risiko für den Kapitän der Kleber eben steigt. Das nächste Schiff ist die Bayard, die wir hier für euch in den Hafen gestellt haben. Auch da gibt es eine Anpassung und zwar ist die Anpassung der Panzerung hier vorgesehen. Im vorderen Bereich Bugbeplattung jetzt noch 13 mm, wird in Zukunft 16 mm haben und im hinteren Bereich auch von 13 auf 16 hoch. Sorgt dafür, dass kein Overmatch mehr für 220 mm Geschosse möglich ist. Außerdem wird die Reichweite der Artillerie von 17,4 hier noch auf 16,4 km vorgenommen. Damit rückt das Schiff näher an den Gegner heran. Jetzt sind geeignetere Gegenmaßnahmen für die Verteidiger oder für den Gegner eben möglich, um die Bayard dann doch auch nachhaltig zu beschädigen. Und das Risiko quasi für den Kapitän der Bayard steigt. Und jetzt geht es dann weiter mit der Indomitable. Das ist ja der besondere Premium-Träger der britischen Royal Navy, der noch nicht im Spiel released ist, weil er aktuell noch gebalanced wird. Es gibt jetzt auch wieder die nächste Anpassung. Und zwar geht es hier darum, dieser Flugzeugträger hat ja nur zwei verschiedene Flugzeugtypen. Nämlich HE-Bomber, also die mit dem langen Bombenteppich, typisch britisch. Und dann eben die Raketen, der Schlachtflugzeuge und... Hier wird der Schaden angepasst, hier steht er noch mit 2350 für die Rakete, die abgeschossen wird. In Zukunft wird er dann nur noch 2100 sein, um da ein bisschen auch in der Effizienz, die Effizienz einfach ein bisschen zurückzufahren bei diesem Dampfer. Und bei der Yoshino sind wir jetzt angekommen, die bekommt eine zweite Option und einen Buff, nämlich bei der Ruderstellzeit. Die Ruderstellzeit beträgt ja aktuell noch 15 Sekunden. Das wird jetzt an die Azuma angepasst, die ja 13,9 Sekunden Ruderstellzeit hat. Das heißt, das Ding ist jetzt ein Ticken wendiger geworden. Und es gibt eine zweite Alternative bei den Torpedowerfern. Wir haben hier jetzt zwei Varianten. Einmal gibt es eben diese Variante hier. 4x4 Werfer, 20 Kilometer Reichweite, knapp 21.000 Schaden. Dafür schwimmen die Torpedos nur 62 Knoten schnell, kommen aber 20 Kilometer und sind 2,5 Kilometer entdeckbar. Und es wird als zweite Variante dann Torpedos geben, die nur noch 12 Kilometer weit schwimmen, dafür aber noch nur 1,7 Kilometer weit sichtbar sind. Viel schneller schwimmen, nämlich mit 67 Knoten unterwegs sind und einen maximalen Schaden von 23.767 machen. Die Nachladezeit wird kaum spürbar verlängert auf 171 Sekunden. Also auch das interessante Geschichte. Hier wird die Yoshino jetzt so ein bisschen auf die Basis der Azuma gebracht, sodass die T9 und T10 Schiffe sich nicht mehr allzu doll unterscheiden, sondern halt eigentlich nur noch durch den Torpedowerfer, wenn man dazu sagen möchte, und die Optionen, die dahinter stehen. Kommen wir dann zu Yudashi, dem T7 Zerstörer der japanischen Navy. Da gibt es auch eine Anpassung und zwar bei der Torpedoerkennung, die jetzt hier noch mit 2,5 Kilometer angegeben ist. Die wird in Zukunft auf 1,9 Kilometer reduziert und die Nachladezeit der Torpedos steigt oder fällt von 101 Sekunden auf 91 Sekunden. Das Problem war einfach die Effizienz dieses Zerstörers. Die Torpedos schwimmen zwar 15 Kilometer weit, sind aber sehr, sehr langsam, waren früh zu erkennen, somit konnten oft die Gegner ausweichen und das war einfach zu häufig für das Balancing von Wargaming. Von daher wird diese Anpassung vorgenommen. Kommen wir dann noch ganz schnell hier zur Kreml, die ebenfalls eine Veränderung bekommt, nämlich halt auch einen Buff. Und zwar wird hier der Sigma-Wert bei den russischen Schiffen angepasst, nämlich die Artillerie hat jetzt ein Sigma von 1,8 anstatt 1,7.
Außerdem wird die Nachladezeit reduziert, nämlich von 34 Sekunden auf 33 Sekunden. Das ist quasi eine interessante Geschichte, weil wir quasi die ganze Zeit durch den ganzen russischen Schlachtschiffbaum einen Sigma von 1,7 haben. Und jetzt kommen wir bei T10 an und werden dann noch belohnt mit einem besseren Sigma und einer kürzeren Nachladezeit. Cool. Also ich bin gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen, die Schiffe, die russischen Schlachtschiffe, werden mir auf jeden Fall oder machen mir schon eine Menge Spaß. Ich habe die bisher Vladivostok ja schon und ich freue mich schon darauf, mit diesem Panzer hier mich an die Front zu stellen und mich einfach mal beschießen zu lassen und dann auch halt mal auszuteilen, ne, mit den 457 mm Kanonen. Ich bin gespannt, wie die dann gebalanced sind. Ich hoffe nicht, dass sie total OP sind, aber wenn man sie richtig spielt, dass man dann eine Menge Spaß bei hat. Kommen wir zum Monarch. Ihr wisst ja schon, dass die Monarch genauso wie die Conqueror aktuell angepasst werden. Und zwar die Zitadellengröße wurde da deutlich erhöht. Vorher war es eben nur der kleine Teil hier unten. Jetzt ist hier dieser Teil hier oben noch mit raufgekommen. Und jetzt hat man festgestellt, okay, der Schaden, den jetzt da, der da jetzt gefressen wird, ist doch recht heftig. Und ja, ihr wisst ja, die Schüsse streuen, da landet ein Teil in den Kasematten und man wollte dem Kapitän, der die Monarch respektive die Conqueror fährt, so ein bisschen was an die Hand geben, um zumindest den Kasemattenschaden reparieren zu können. Und zwar ist er ja in der letzten Version von 75% auf 85% Wiederherstellung gestiegen bei beiden Schiffen. Und jetzt wird hier bei der Monarch eben gerade wieder zurückgerudert und man kann wieder nur 75% Kasemattenschadens wieder herstellen. Dafür bekommt man als Monarch-Kapitän 1,9 Punkte beim Sigma und nicht mehr 1,8. Also der Sigma-Wert wird erhöht. Und das ist ganz interessant, weil die Monarch ist ja sowieso eher ein T8-Schiff, wo man sagt, das ist wirklich nicht so pralle. Also es gibt viele Spieler, die davon so berichten. Ich hatte damit auch nicht gerade so meine schönste Zeit, um es mal so auszudrücken. Allerdings war sie auch nicht ganz schlimm. Ja, ich bin mal gespannt, ob dieser Sigma-Wert jetzt dann zur Befriedung der Monarch-Kapitäne führt. Das gleiche gilt dann auch für die Conqueror. Auch da wird der Kasemattenschaden nicht mehr zu 85% repariert werden, sondern nur noch zu 75%, wobei der Wert immer noch ziemlich geil ist in Verbindung mit den ganzen Fähigkeiten, die die britische Reparaturmannschaft ja sowieso hat, ziemlich viele Trefferpunkte wiederherstellen, Brände 100%, Flutung 100% etc. pp. Ist das zu verkraften, wie ich denke. Jetzt kommen wir zu Benham und die bekommt doch einige Veränderungen. Ist ein T9-Zerstörer der amerikanischen Navy und da wird einiges verändert. Und zwar wird die Torpedoreichweite von 9,2 auf 10,5 erhöht, die Geschwindigkeit auf 65 Knoten hochgesetzt, die Erkennbarkeit der Torpedos wird genervt. Und zwar Erkennbarkeit ist jetzt dann 1,4 Kilometer. Die Nachladezeit wird reduziert auf 85 Sekunden und der Torpedoschaden wird um knapp 1400 Punkte reduziert. Ja, dieses Konzept des Torpedozerstörers ist hier bei der Benham erst noch nicht so ganz richtig aufgegangen und dieser Fokus, diese Veränderungen sollen den Fokus auf die Torpedos werfen, sodass man die häufiger und effizienter einsetzen kann und das wollen sie mit diesem Update eben erreichen. Jetzt sind wir durch unser Ausblick-Folge und ich hoffe, dass euch die Folge wieder so ein paar Informationen gebracht hat, die ihr jetzt diskutieren könnt. Tut das gerne unter diesem Video. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr eure Gedanken zu den verschiedenen Schiffen einfach mal da lasst. Und dann sage ich vielen Dank für eure Zeit und wir sehen uns dann im nächsten Video hier auf dem Kanal. Haut rein, besucht zwischendurch auch mal unsere anderen Internetpräsenzen, nicht nur hier bei YouTube, sondern auch gerne bei Facebook, Instagram oder Twitter. Also, haut rein, ich wünsche euch was. Ciao, ciao.